Leute, heute habe ich für euch exklusives Season 17 Material. Ich habe Gameplay von Ballistic und seinen Fähigkeiten. Ich habe Bilder zum Map Update für World's Edge, Map Update, Firing Range 2.0 und so weiter und so fort. Und deswegen ist dieses Video auch präsentiert vom EA Creator Network, wo ich Mitglied bin. Ich hatte vor wenigen Wochen nämlich Einblick in die neue Season. Ihr könnt das Ganze jetzt quasi als Patchnote-Video sehen, auch wenn es nicht die 100% Patchnotes sind. Es ist jetzt eine ganze Menge, was ich euch zu erzählen habe, aber sowas wie Buffs, Nerfs, Legenden, Waffen und ob an diesen einzelnen Waffenklassen, Legendenklassen noch was geändert wird, das wurde leider nicht erwähnt. Wir hatten auf jeden Fall die Möglichkeit, mit vielen, vielen großen Streamern den Devs Fragen zu stellen. Die wurden beantwortet, leider nicht alle. Wir fangen am besten jetzt direkt mal an. Ranked Update übrigens im nächsten Video am 2. Mai. Das sind zwei getrennte Videos. Jetzt alle Änderungen zu Season 17 außer Ranked Update. Aber Ranked Update wird auch mega, mega geil. Das kann ich euch auf jeden Fall mal sagen. Wir fangen einfach mal an. Ich zeige euch jetzt chronologisch. Wir fangen einfach mal mit Ballistic an. Ich zeige euch erstmal ein, zwei Bilder, bevor wir mit Gameplay für die Fähigkeiten, die echt heftig sind, zeige ich euch ein, zwei Bilder. Hier einmal ein Screenshot von seinem Finisher. Seht ihr auch im Legenden-Trailer. Sehr, sehr geil. Der Finisher ist ultra nice mit seiner taktischen Fähigkeit. Die Smart Pistol ist nicht die Smart Pistol aus Titanfall. Keine Sorge. Dann haben wir noch aus einem neuen Spot, dem Museum, ein Screenshot auf World's Edge. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit seiner passiven Fähigkeit an. Sling. Eine dritte Waffe ist ausrüstbar. Ohne Aufsätze ist es nicht möglich, diese Waffe mit Aufsätzen auszurüsten. Es war aber die Frage im Raum und ich habe es so verstanden, dass es tatsächlich so möglich ist, wenn du in The Big Mod auf World's Edge zum Beispiel, du dir eine Waffe craftest, die in diesen Tresoren ist, zum Beispiel eine blaue oder eine lilane Waffe, die soll wohl auch in diesem dritten Slot ausrüstbar sein. Heißt also, es sind auch Aufsätze drauf. Ansonsten nicht möglich. Und ich zeige euch jetzt einfach mal Gameplay von Sling. Achtung, es geht los. Ihr seht unten rechts, über dem normalen Waffenslot seht ihr schon mal die dritte Waffe. Und ihr könnt per Tastendruck zwischen den Waffen wählen, hin und her wechseln. Und ihr könnt theoretisch aber auch die Sling Weapon, die ihr hier in der Mitte seht, die könnt ihr austauschen. Ihr könnt jetzt quasi die Eva 8 in den Sling packen, falls ihr nachher wollt, wenn ihr die ultimative Fähigkeit zum Beispiel zündet, dass die Eva 8 auf einmal Gold wird und so weiter und so fort. Seht ihr hier eindrucksvoll. Ich denke, viel mehr muss man hier erstmal nicht zu sagen. Und hier sehen wir auf jeden Fall schon einen Spot auf World's Edge. Das ist Fragment, das ist das Museum. Ein sehr großer Spot mit mehreren Ebenen. Dazu aber gleich mehr. Gehen wir weiter. Die taktische Fähigkeit ist unfassbar heftig. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Die taktische Fähigkeit nennt sich Whistler. Schieße eine Smart Bullet, die dem Gegner einen Debuff verpasst. Die ist zielverfolgend. Das ist unwahrscheinlich krass. Sieht man auch im Legenden-Trailer extrem geil und auch jetzt gleich im Gameplay. Macht Damage, das ist Fakt. Ich glaube 20 waren es bei einem Treffer. Man muss aber vorher die Legende anvisieren. Ich zeige es euch gleich. Ich lese erstmal den Rest vor. Die Waffe vom Gegner überhitzt, wenn man feuert. Waffenwechseln bringt nichts. Wechselt ihr auf eine andere Waffe als Getroffener, überhitzt ihr trotzdem. Ihr kriegt quasi die Überhitzung auf euch selber, egal mit welcher Waffe ihr schießt. Solltet ihr überhitzen, gibt es eine kurze Animation, in der ihr nicht schießen könnt. Wenn die Animation vorbei ist, seid ihr wieder im Kampf und könnt wieder losballern. Und dieser Debuff geht ungefähr 12 Sekunden. So, und es gibt einen kleinen Schaden. Also wie hoch der Schaden ist, ich glaube es waren 30. Seht ihr jetzt auch gleich im Gameplay, wenn die Waffe überhitzt, gibt es nochmal 30 Schaden. Feuerstöße sollten das Überhitzen verhindern. Aber die Feuerstöße müssen echt ein Stück weit auseinander sein. Seht ihr jetzt auch, ich mache es einfach mal an, bevor es hier zu langweilig wird. Ich zeige es euch einmal komplett im Durchlauf und dann mache ich noch mal ganz kurz Pause. Zack. Und da war der Damage und der Schaden zählt auch. Und jetzt machen wir das mal kurz mit Pause. Wir müssen erstmal, ihr seht ein Fadenkreuz, Pathfinder wird anvisiert hier. Jetzt hat er ihn im Visier
Das seht ihr auch an diesem gelben Fadenkreuz jetzt auf einmal. Und jetzt aimt man bewusst weg, um darzustellen, dass diese Waffe oder dass diese Bullet zielverfolgend ist. Zack, geht nach vorne und jetzt macht sie einen Haken und zieht auf Pathfinder. Das ist wie so ein 90-Grad-Turn, mega, mega heftig, schlägt ein mit 20 Schaden, zählt natürlich auch auf euren Damage oben und auf euer Schild, ist klar. Und jetzt schießt Pathfinder zwischen 8 und 10 Schüsse, ich komme mit dem Zählen nicht hinterher. Er überhitzt, zack, das seht ihr sogar, diese Überhitzungsanzeige über Pathfinder, zack, jetzt kam der Schaden, 30 Damage oben drauf. Und jetzt kann er für einen kurzen Moment nicht schießen und erst dann, wenn diese Animation vorbei ist, ist er quasi wieder fähig, sich zu verteidigen. Und alleine die taktische, man sieht leider nicht, das habt ihr vielleicht mitgekriegt, man sieht leider nicht, wie die Cooldown-Zeit ist. Ihr seht, dass die Q quasi voll ist. Er feuert das jetzt ab und sie lädt sich nicht wieder auf. Wir können jetzt leider nicht rauslesen, wie lange die Cooldown ist. Das wäre nämlich echt mal interessant. So, jetzt kommen wir zur ultimativen Fähigkeit. Du aktivierst die und deine Slinged Weapon, quasi die dritte Waffe, wird eine goldene Waffe. Das seht ihr jetzt gleich im Gameplay. Was ich nicht weiß, wovon ich aber fest ausgehe. Ich gehe davon aus, dass nach 30 Sekunden die Slinged Weapon, die Gold wird, wieder Standard wird. Ansonsten wäre es nämlich OP, weil wir hier an dem Beispiel gleich sehen, es ist eine Havoc, dann habt ihr eine Havoc mit Turbolader und das ist unfassbar krass. Was passiert noch? Eure Mates bekommen einen Buff, wie du auch selber. Du bekommst schnelles Nachladen, du bekommst höheres Movement Speed, wenn du die Waffe in der Hand hast. Und was haben wir noch? Unendlich Munition während des Buffs. Wenn ihr quasi rumballert, berührt das euer Inventar nicht. Wenn ihr 200 Schuss leichter habt und ballert wie die Bekloppten, nach 30 Sekunden habt ihr immer noch die 200 Schuss in eurem Inventar, wenn der Buff vorbei ist. So, ich zeige euch folgendes Gameplay zur ultimativen Fähigkeit. Zack, aktiviert. Die Havoc wird als Sling Weapon ausgerüstet mit Turbolader, allem drum und dran. Und ihr seht sogar die Cooldown-Zeit. Moment, jetzt sehe ich gerade mal. Passt da mal genau auf, das sehe ich jetzt leider erst. Wenn Ash drauf geht, Achtung, ihr seht erstmal, dass eure Teammates jetzt so flimmern. Die haben quasi den Buff erhalten. Auto Loader Engaged. Geht 30 Sekunden. Ash geht drauf. Und jetzt haben wir auf einmal 4 Sekunden mehr. Oh, ich weiß gerade nicht genau, was das bedeuten könnte. Alles haben die Devs auch nicht verraten. Aber wie gesagt, ich gehe fest davon aus, weil die Slinged Weapon kannst du auch droppen. Ich glaube nicht, dass wenn die Ulti abgelaufen ist, dass wir dann immer noch eine goldene Waffe in der Hand haben. Genauer kann ich es nicht sagen. Die Devs haben es nicht beantwortet, beziehungsweise wurde die Frage nicht gestellt. Leider sind die Devs da nicht auf alle Fragen eingegangen. So, jetzt sind wir hier schon bei 8 Minuten. Wir ziehen jetzt mal weiter durch. World's Edge Map Update. Das Monument ersetzt Fragment komplett. Ein einziges beliebtes Gebäude bleibt. Die Baustelle auf Fragment. Diese schöne beliebte Gerüstbaustelle wird nach Lava City versetzt. Ist ein bisschen verändert. Und Lava City heißt jetzt Stacks, ein mega Riesenort neben The Big Mouth. Das wird absoluter Hotspot wahrscheinlich. Skyhook wird leicht verändert. Dort ist mehr Schneefall und dort kommt auch ein neuer Vault hinzu. Dann wurde die Lava weiter angehoben. Es wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, an den Spots, wo du in die Lava springst und dann wieder nach oben fliegst. Das gibt es auf keinem Punkt der World's Edge Map mehr, weil die Lava eben gestiegen ist und das langsam abkühlt. Die Erklärung von Respawn. Wie gesagt, ein bisschen Schneefall auf Skyhook. Der Harvester wird ein wenig überarbeitet. Es ist jetzt möglich, in die Mitte, da wo mal dieser Laserstrahl reinging, den kann man jetzt betreten. Über ein paar Ziplines kann man da jetzt auch looten. Das sind Lootbins und so weiter. Das sieht ganz geil aus. Leider habe ich da nicht genug Bildmaterial. Und Mirage Voyage ist jetzt wieder fest auf World's Edge. An dem Punkt, wo Mirage Voyage das allererste Mal auf World's Edge aufgetaucht ist. Das sind grob die Änderungen World's Edge. Das klingt erstmal nicht viel, ist aber in der Masse. Sieht's geil aus. Wir fangen einfach mal an. Das ist das erste Bild von Fragment. Das Ding in der Mitte mit diesem Apex-Logo ist ein Apex-Museum. So könnte man es betiteln. Hat mehrere Ebenen. Ansonsten
Gehen wir mal weiter im Text. Im Zweifel macht einfach mal Stopp, zoomt ein bisschen ran. Dann haben wir hier ehemals Lava City, nennt sich wie gesagt Stax. Die Baustelle ist jetzt quasi am ehemaligen Lava City. Big Mud sehen wir im Hintergrund und auch die Baustelle wurde noch ein wenig überarbeitet. Dort ist ein zweites kleines Gebäude hinzugekommen, was wir aus dem Original World's Edge von verdammt lang her kennen. Dann haben wir noch mal einmal diese Draufsicht und hier will ich einfach mal ein bisschen reinzoomen, weil es sich hier echt lohnt. Mal ein bisschen, Moment, das Bild kann man nämlich verdammt gut ranzoomen. Wir sehen erstmal hier, dieser Streckenabschnitt ist zerstört. Ich bin mir relativ sicher, dass das noch nicht immer so war. Dann haben wir hier in der Mitte das Gebäude, was mit das beliebteste in Fragment war. Das ist Gott sei Dank geblieben, direkt hinter der Haltestelle. Und ansonsten seht ihr hier, wie sich dieser Spot verändert hat. Sieht geil aus. Ob diese Änderungen jetzt jedem gefallen, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln, weil es einfach ein verdammt beliebter Spot war. Aber es war auch einer der Gründe, warum man meistens im Mid- und Endgame nur noch ganz wenig Kämpfe gehabt hat, weil die meisten dort schon draufgegangen sind. Deswegen kann ich die Änderungen verstehen. Wir kommen zur Map-Rotation. Es wird geil. Map-Rotation. World's Edge. Olympus. Kings. Canyon. That's all for now. Kein Stormpoint. Kein Broken Moon. Achtung, es wird ein Mid-Season-Update geben. Man hat schon aus dem Livestream rausgehört, dass es ein größeres Mid-Season-Update gibt, aber nicht verraten wird, was dort passiert. Es wird ein bisschen was passieren. Wir können also davon ausgehen, dass Broken Moon und Stormpoint im Mid-Season-Update zurückkommen und unbedingt morgen das Ranked-Update reinziehen, denn es hat einen großen Einfluss, was die Map-Rotation betrifft. Also das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Map-Rotation auf jeden Fall ultra, ultra nice. Wir kommen zum Weapon Mastery System. Das ist ein Progression System. Wir leveln unsere Waffen. Achtung, wir fangen an. Jede Waffe kann man von Level 1, dort startet es, bis Level 100 leveln. Die Level werden nicht resettet, wenn eine neue Season beginnt. Dann haben wir, wir leveln in jedem Modus, außer auf der Firing Range, sollte klar sein, oder in privaten Lobbys leveln wir die Waffen auch nicht. Es wird alle 20 Level eine Challenge geben, die wir meistern können, nicht müssen, aber nur wenn wir alle 5 Challenges an der Zahl meistern und Level 100 erreicht haben, bekommen wir auf jeden Fall noch einen fetten legendären Skin für die Waffe. Belohnung gibt es für jede Challenge. Wir bekommen Badges, Frames und so ein paar kleinere Sachen. Dann haben wir Statistiken für jede Waffe. Das finde ich extrem geil. Achtung, ich bin 100% überzeugt, diese Statistiken sind Stand jetzt nicht zurückverfolgbar. Wir fangen alle bei 0 an. Also hofft nicht darauf, dass ihr vielleicht schon seit Season 1 dabei seid und auf eure 301 von mir aus 5 Milliarden Kills habt. Das wird nicht angerechnet. Es geht bei 0 bei jedem los. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, auch wenn das nicht angesprochen wurde. Statistiken für jede Waffe haben wir Kills, Knockdowns, Headshots und Damage. Was haben wir noch? Erfahrungspunkte für das Leveln der Waffen, für Kills, für Damage und für einen gewissen Spielstil. Der Spielstil nimmt auch Einfluss. Moment, kann ich noch nicht drüber reden. Ihr könnt es euch dann wahrscheinlich denken, morgen im Video. Und dann habe ich noch ein, zwei Beispiele für Challenges fürs Mastery-System. Und zwar, erste Challenge könnte zum Beispiel sein bei der 301. Mache 3 Kills mit einem lila Magazin in einer Runde. Klingt jetzt nicht spannend. Es werden viele Challenges sein, die mega simpel sind. Dann gibt es zum Beispiel die Mosambik. Downe 2 Gegner in einer Runde, wenn du aus der Hüfte schießt und dabei den Trigger nicht loslässt. Du musst quasi einen Gegner one-clippen, nicht Einzelfeuer, sondern gedrückt halten. In einer Runde muss man auch erstmal hinkriegen, ist auf jeden Fall machbar. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Devs einen Scherz gemacht haben bei der Erklärung vom Weapon Mastery System, aber die Rede war bei der Craver von einem 360 No Scope. Mit einem leichten Schmunzeln erzählt, ob das ein Scherz war oder nicht, weiß ich nicht. Mal gucken, das wäre wirklich heftig. Und es soll wohl noch irgendwas ganz, ganz mega Tolles geben, wenn wir alle Waffen auf Level 100 gelevelt haben. Was das aber sein soll,
keine Ahnung. Das Ping-System wird ein wenig überarbeitet. Wir haben jetzt noch ein, zwei Ping-Wheels mehr. Wir haben ganz normal im Angriff noch ein Ping-Wheel. Da sind noch ein paar Pings dazugekommen, das wollte ich sagen. Und zwar einmal, dass du Gegner hörst und dass wir uns an einem gewissen Spot sammeln sollen. Ich dachte tatsächlich, den Ping gab es schon, aber ich benutze bis auf vier Gegner oder ich ping irgendwelche Waffen, benutze ich das Ping-Wheel eigentlich tatsächlich kaum. Dann gibt es ein Ping-Wheel, wenn du gedownt bist, und das finde ich eine absolut starke Änderung. Und wenn du gedownt bist, kannst du folgende Sachen pingen. Du kannst einmal sagen, Achtung, heb mich nicht auf, ich bin in Gefahr. Oder du kaufst noch irgendwo hin, wo du in Deckung gehst, dann kannst du den Gegner pingen. Du kannst nicht den Gegner pingen, sondern du kannst pingen, dass der Gegner sich gerade vor dir heilt. Du kannst Hilfe schreien. Achtung, ich brauche Hilfe. Kommt mal bitte jemand, wenn deine Teammates zu weit weg sind. Dann kannst du allgemein den Gegner natürlich pingen. Oder hey, hier, heb mich auf. Und es gibt ein Skydive Pingwheel. Dort zum Beispiel kannst du Spots looten und kannst direkt sagen, Achtung, geiler Loot-Spot. Dann gibt es einen Ping, Achtung Gegner, ist klar. Oder vermeide bitte diesen Ort, dort möchte ich nicht hinfliegen, weil nicht geil. So, wir bekommen ein neues Survival-Item und freut euch auf den Gameplay-Trailer. Es könnte sogar sein, dass Stand jetzt, wenn ihr das Video seht, der Gameplay-Trailer schon draußen ist. Es gibt ein neues Item, nennt sich Evac Tower. Und als ich es im Gameplay gesehen habe, dachte ich, what the fuck. Viele werden jetzt sagen, okay, Valkyrie und ihre Ulti werden jetzt useless. Glaube ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Grund mehr, vielleicht nicht unbedingt immer Valk zu spielen, wenn ihr sie nur wegen ihrer ultimativen Fähigkeit gewählt habt. Es ist, wie gesagt, ein Survival-Slot und es ist ein mobiler Jump-Tower. Tatsächlich. Es ist absolut geil. Ihr schmeißt das Ding hin, es dauert ein bisschen, bis sich das Ding aufbaut, dann könnt ihr da dran, zippt hoch, fliegt weg. Richtig, richtig geil. Ich bin mir nicht sicher, im Trailer sieht man nicht ganz raus, aber ich glaube, es hat fast dieselbe Höhe wie ein ganz normaler Standard. Jump Tower, es gibt ein paar Besonderheiten. Dieses Ding hat eine Ablaufzeit. Man kann das Ding zerstören und so weiter und so fort. In dem Gameplay-Trailer seht ihr, wie das Ding zerstört wird. Ihr könnt aber den Evac Tower nicht so nutzen, dass ihr sagt, vor euch sind Gegner. Zum Escapen, zur Sicherheit, stellen wir mal den Tower hinter uns auf. Und dann irgendwann, wenn es nicht mehr klappt, hoch, weg, auf Wiedersehen. Der hat eine Ablaufzeit. Wie lange das dauert, wurde nicht genannt. Aber es kann sein, dass du den aufstellst und nach 30 Sekunden zerstört er sich von selbst. Ungefähr meine Theorie. Der ist zerstörbar. Du alleine kriegst den nicht zerstört, um zu verhindern, dass dein ganzes Team hochsippt und sich verpisst. Es wurde gesagt, es braucht schon ein paar Legenden, um das Ding runterzuballern, bis es dann kaputt ist. Solltest du hochsippen und das Ding wird währenddessen zerstört, droppst du einfach ganz normal und kommst nicht mehr in den Flug, erst wenn du an der Spitze bist. So, meine Fresse, eine ganze Menge. Wir kommen zum Firing Range Update. Ich mache jetzt einfach schon mal ein Bild von der Firing Range an. Es ist die ganz normale Firing Range, einfach nur komplett über fucking arbeitet. Und ich erzähle euch ein wenig dazu. Ich zoome hier auch gleich noch ein bisschen ran, weil es sich tatsächlich lohnt. Also eigentlich ist es eine komplett neue Map, müsste man mal so sagen. Es gibt nach wie vor Dummies. Die Dummies kann man jetzt aktivieren, wie wir es im letzten Update schon bekommen haben. Wir können die aber auch in einen Kampf Modus versetzen, sodass die dich aktiv richtig angreifen, sich verteidigen, und du kannst auch den Schwierigkeitsgrad der Dummies verstellen. Du kannst einstellen, ob die strafen, crouchen und so weiter und so fort. Es gibt Gebäude, es gibt Jump Tower, es gibt ein Dual Pit, wo du ein 1 vs 1 üben kannst. Es ist aber nach wie vor so, dass du nur mit 3 Leuten da rein kannst. Heißt aber nicht, die Frage wurde nämlich gestellt, heißt aber nicht, dass das nicht irgendwann mal geupgradet wird und dass du vielleicht 3 gegen 3 dort üben könntest. Ist aber aktuell erstmal nicht vorgesehen. Es gibt eine spezielle Movement Area, wo du dein Movement testen kannst. Du kannst halt Häuserkämpfe üben und so weiter und so fort. Und du kannst jetzt sogar, wenn du einem Teammate, der in der Firing Range gerade übt, kannst du dem beitreten und spawnst dann mit in die Firing Range. Du musst nicht erst in die Lobby zurück, krampfhaft. Du kannst dich da direkt einladen lassen und bist dann direkt mit drin. Richtig, richtig geil. Und jetzt mache ich die ganze Geschichte mal, stopp, das war das falsche Bild. Jetzt mache ich die ganze Geschichte mal ein bisschen größer, damit ich euch das einfach ein bisschen besser zeigen kann. Zack. Ich hoffe, das reicht so. Bildmitte ist der Duell Pit.
Dort könnt ihr ein 1 vs 1 schön üben. Warte mal, Moment, reicht das? Kriegen wir das noch ein bisschen höher? Oh, ich glaube, es wird schwierig, oder? So, ist gut. Ich denke, das passt. Hier, wir haben 1 gegen 1 Duell-Pit. Wir haben sogar ein Zip-Rail. Die geht ringsrum um die Firing Range und geht hier wieder hoch. Richtig geil. Ein Arsch voll Ziplines, vertikale Ziplines, ein Jump-Tower. Ihr seht überhaupt einen allgemeinen Turm. Viele, viele Häuser, wo wir richtig geile Sachen üben können. Movement-Area. Hier in der Mitte haben wir, ich sag mal, unsere Stadt. Zone, wo wir unsere Waffen einsammeln können und unsere, keine Ahnung, was wir eben so kennen. Was haben wir noch? Ja, das ist hier auf der rechten Seite ist der Startpunkt, wo ich euch die taktische Fähigkeit von Ballistik gerade gezeigt habe und viel mehr muss ich euch, glaube ich, zu der Firing Range nicht sagen. So, jetzt gehen wir hier noch ein paar Bilder durch. Hier sind zum Beispiel die Dummies gerade aktiviert in dem Angriffsmodus, wo Wraith gerade gegen diese Dummies fightet. Dann haben wir noch einen schönen Screenshot von Ballistic und Bloodhound auf dem Trainingsgelände. Und dann haben wir noch einmal Bangalore mit ein paar Zielübungen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll aus. Und Ladies and Gentlemen, ich habe fertig 21 Minuten geilen Stuff für Season 17. Denkt dran, morgen gibt es noch ein extra Ranked Update Video, wo ich euch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 verschiedene Fakten rund um Ranked in Season 17 mitteile. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, ich bin mir sicher, was ich euch jetzt erzählt habe, sind nicht die 100% Patch Notes. Wir sind aber nah dran. Wir können also zum Start von Season 17 erwarten, dass wahrscheinlich noch Buffs und Nerfs für die Legenden, für die Waffen oder vielleicht sogar die Legendenklassen passieren. Das war's jetzt von mir. Ach und ganz wichtig, ich werde zum Start von Season 17 wahrscheinlich natürlich auch wieder Coins bekommen, die ich verlosen kann. 3 Stück an der Zahl, also wichtig, abonnieren natürlich nicht vergessen, kommentieren und so weiter und so fort. Aber mehr dazu dann zum Start von Season 17. Das war's jetzt von mir, haut rein, ciao.